Was? Diese Sachen kommen von IKEA? Das höre ich oft, wenn Leute bei mir zu Besuch sind. Und deswegen zeige ich dir heute 10 Produkte von IKEA, die perfekt in deinen Scandi-Style passen und wo keiner denken würde, die sind von IKEA. Hey und herzlich willkommen bei meinem ersten Video rund um das Thema skandinavisch wohnen hier auf YouTube. Mein Name ist Stefan Nörd und es ist längst noch nicht alles perfekt, wie du sehen und hören kannst. Aber ich wollte einfach mal starten, denn es muss nicht immer perfekt sein, um am Ende auszureichen. Und das ist auch meine Message so ein bisschen für mich. Denn ich frage mich immer, warum muss alles perfekt sein? Wer erwartet das? Ich selber erwarte das nicht. Und wenn andere das erwarten, egal. Deswegen sage ich zu mir immer, wohn doch einfach so, wie du bist. Und heute geht es in diesem Video um 10 IKEA-Produkte, wo viele denken, das ist doch gar nicht IKEA. Denn ich mache ganz oft die Erfahrung, ich bekomme Leute zu Besuch, Freunde, Familie, die sagen dann, ach, du bist so schön eingerichtet und das ist doch bestimmt alles teuer gewesen. Und dann denke ich so, ja, teilweise dänische Designklassiker, aber auch ganz viel IKEA natürlich. Deswegen möchte ich dir in diesem Video 10 Produkte zeigen von IKEA, wo viele nicht denken, es wäre wirklich IKEA und sie passen perfekt in deinen Scandi-Style. Fangen wir an mit der Bester-Serie. Die Bester-Serie kennen wahrscheinlich total viele und sie passt für mich perfekt in das skandinavische Design. Warum? Weil das Design so reduziert ist auf die Form und so minimalistisch ist. Ich finde es total klasse. Ich habe mein ganzes Zuhause voll mit Bester-Schränken im Flur, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Büro und alle aus der gleichen Serie mit der gleichen Holzoptik, also alles Eiche-Optik. Das sorgt natürlich dafür am Ende, dass alles so harmonisch aussieht und alle denken, wow, das ist ja hier alles so aus einem Guss und nicht so zusammengestückelt. Du kannst dir natürlich auch Möbel zusammenstellen aus Birke, aus Fichte, aus Buche, aus Eiche. Das sieht am Ende vielleicht auch schön aus, bringt aber ein bisschen Unruhe rein, weil es verschiedene Holzfarben sind und dadurch so ein bisschen, ein bisschen Unruhe entstehen kann. Und deswegen, das liebe ich an dieser IKEA-Serie. Du kannst dir ja wirklich alles so zusammenstellen, wie du willst. Und da sind wir beim allerwichtigsten Punkt. Ich mache immer wieder die Erfahrung bei Freunden, dass sie sagen, ich möchte mir einen Schrank kaufen und ich habe schon einen gesehen. Und dann frage ich immer, aber wo soll denn dieser Schrank stehen? Und was soll in diesen Schrank rein? Und das sind die wichtigsten Sachen, worüber man sich erstmal Gedanken machen sollte. Und das habe ich auch, bevor ich hier eingezogen bin. Ich dachte immer, okay, der Schrank im Büro zum Beispiel, da werden ganz viele Aktenordner reinkommen, ganz viele Bücher, ganz viele Unterlagen. Das sieht ziemlich unordentlich aus. Deswegen war es mir da wichtig, dass ich ganz viele Türen habe. Während ich vielleicht im Schlafzimmer gerne in meinen Schrank irgendwie auch ein paar Dekosachen stelle, wie zum Beispiel mal eine schöne Vase oder irgendwelche Deko-Elemente, dann kann ich auch offene Schränke wählen. Also man muss wirklich immer darauf achten, was man genau machen möchte und natürlich auch, wo steht dieser Schrank am Ende? Steht der irgendwo hinter einer Tür? Dann macht es vielleicht keinen Sinn, dass ich da vielleicht Schubladen habe oder dass ich Türen habe, weil dann komme ich da gar nicht ran. Also muss dieser Schrank vielleicht eher offen sein. Und wenn sowieso die Tür immer davor ist, dann macht er auch irgendwie keinen schlechten Eindruck, wenn es zu chaotisch ist. Also man muss immer sich Gedanken machen, was man genau bezwecken möchte. Und deswegen habe ich mir meine beste Serie so zusammengestellt, wie ich es haben wollte. Am Ende kamen so viele Pakete an, aber es ist ja total easy. Man kann ja bei IKEA einfach in den Konfigurator gehen, sich die Schränke so zusammenstellen, wie man sie braucht. Dann lässt man sie am besten nochmal checken von einer Expertin oder von einem Experten von IKEA und am Ende passt es dann. Ach so, und natürlich noch ein kleiner Tipp. Die Beine von der Bester-Serie, die finde ich so schön. Manche hängen dir natürlich auch an die Wand, dann sieht der Schrank schwebend aus. Ich liebe diese kleinen, kurzen Beine. Und das Gute ist, ein Staubsaugerroboter passt auch direkt unter die Bester-Serie. Das nochmal hier als Tipp. Und kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar in mein Wohnzimmer. Da steht nämlich der Lysterby-Couchtisch. Den finde ich so klasse. Den habe ich, muss man ehrlicherweise sagen, das erste Mal im Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen. Und das ganze Studio ist ja mit IKEA ausgestattet. Und mir war klar, ich brauche unbedingt diesen Couchtisch. Und warum? Er ist mega stabil und robust. Das habe ich jetzt schon ganz oft festgestellt. Ich hatte früher mal andere Couchtische, die jeder wahrscheinlich kennt, wo dann so ein bisschen die Oberfläche abblättert, wenn man da mal was Heißes draufstellt oder vielleicht einmal drüber ratscht, dann ist das sofort kaputt. Hier ist die Qualität einfach super. Das ist so ein toller Couchtisch. Er hat die perfekte Höhe, er ist perfekt von der Größe her und am besten ist natürlich auch diese Ablagefläche unten. Sehr minimalistisch, sehr gut, dass das auch nicht so geschlossen ist. Denn oft hat man die Erfahrung, wenn unten so eine Platte ist,
dann sammelt sich da viel Staub, viel Dreck und so weiter. Und dadurch, dass jetzt hier so dünne Streben sind, kann man da ganz gut Laptop draufpacken, Sachen, die man nicht braucht, zum Beispiel alte Zeitschriften und so weiter. Also es ist auch so ein bisschen eine kleine Sammelstelle für Kleinkram, aber dieser Couchtisch, den finde ich so super und passt perfekt in meinen Scandi-Style. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gerne noch mein Stockholm 2017 Tablett erwähnen, was es, glaube ich, aktuell nicht mehr gibt bei IKEA. Es ist sehr, sehr schade, aber umso glücklicher bin ich, dass es das gibt, denn das passt perfekt auf den Couchtisch. Und wenn man vielleicht kleine Hunde hat, so wie ich, ist es perfekt, weil da kann man all die Sachen draufstellen, wo der Hund nicht rankommen soll, weil natürlich die Hündin schon so clever ist, dass sie so an den Couchtisch geht und guckt, was da drauf ist, aber nicht die Sachen sieht, die auf dem Tablett sind. Und das Tablett ist super minimalistisch, ein leichter Rand und sonst kein Schnickschnack, passt perfekt, wenn man skandinavisch wohnen möchte. Und ich habe aber nachher noch einen anderen Tipp für ein anderes Tablett für dich. Und kommen wir nun zu einem absoluten Allrounder bei IKEA, und zwar dem Hocker Kirre. 17,99 € kostet er. Und man kann ihn nicht einfach nur als Hocker nehmen, also wenn man Besuch bekommt und man braucht vielleicht nochmal ein paar Sitzgelegenheiten oder man muss vielleicht irgendwo draufsteigen, weil man irgendwo oben etwas aus dem Regal oder aus dem Schrank braucht. Nein, man kann ihn natürlich auch super kombinieren als Beistelltisch am Sessel oder am Sofa, wenn man da eine Tasse Kaffee draufstellen möchte oder auch irgendwie ein paar Bücher ablegen möchte. Man kann ihn als Nachttisch ganz wunderbar benutzen und natürlich auch als Tischchen für Pflanzen. Und das finde ich das Smarte an dem Produkt, dass man dieses Produkt für viele Gelegenheiten nutzen kann. Das heißt, ich kann mir irgendwie zwei oder drei Hocker einfach kaufen. Und wenn ich drei Leute zu Besuch bekomme und ich habe keinen Platz, dann nehme ich einfach die Hocker als Sitzgelegenheit. Wenn ich aber Lust habe, irgendwie was umzustellen bei mir, muss ich nicht einen teuren Nachttisch oder irgendeinen Beistelltisch kaufen, sondern ich nehme immer diesen Hocker und ich kann das kombinieren, ich kann die zusammenstellen, kann die auch überall benutzen. Also ich habe zum Beispiel einen Hocker im Wohnzimmer stehen, einen im Büro, einen im Schlafzimmer und für 17,99 € in Birke-Optik richtig gut und richtig skandinavisch. Und wenn du noch eine Tischleuchte suchst, die skandinavisch aussieht, aber nicht nach IKEA aussehen soll, dann kann ich dir eigentlich nur die Deiser-Leuchte empfehlen. Die sieht so super aus. Sie ist unten beige, oben hat sie ein Glaskopf, opal, weiß, und sie leuchtet so schönes, diffuses, warmes Licht. Es ist unglaublich. Ich muss so ein bisschen meine Begeisterung zurückhalten, weil ich liebe diese Leuchte einfach. So viele Leute haben sie schon nachgekauft, weil sie gesagt haben, die ist auf gar keinen Fall von IKEA. Die sieht aus wie eine teure Designerleuchte und so sieht sie auch wirklich aus. Ich habe sie jetzt seit über einem Jahr im Einsatz. Sie ist wunderschön. Ich habe eine smarte Glühbirne drin. Sie ist so ein bisschen gedimmt und besonders abends macht sie ein sehr schönes, diffuses, gemütliches Licht. Und ja, was soll ich sagen? Sie sieht einfach in ihrer Form sehr skandinavisch aus. Warum? Weil sie sehr minimalistisch ist. Sie hat diesen beigen Fuß und eben diese kleine runde Kuppel oben. Also, es ist einfach, sie ist einfach perfekt, muss man mal sagen. Kommen wir zu einem Produkt, was wirklich schwierig ist, wenn man auf der einen Seite etwas Hochwertiges haben möchte, aber auf der anderen Seite auch etwas haben möchte, was gut aussieht und was dann vielleicht auch noch skandinavisch aussieht. Und zwar der Schreibtischstuhl. Ich habe mich dafür den Arlefjeld-Stuhl von IKEA entschieden, weil er einfach super aussieht. Und das Allerwichtigste beim Stuhl ist natürlich nicht, dass er nur gut aussieht, sondern auch super bequem ist. Und deswegen habe ich gleich zwei davon geholt. Einen schwarzen unten für den Essbereich im Wohnzimmer, denn ich habe schwarze Esszimmerstühle und wenn man Homeoffice macht zu Hause oder viel am Esstisch auch arbeitet, denn das ist ja der neue Trend oder naja, schon länger der Trend, dass man auch am Esstisch natürlich auch arbeiten kann oder sollte, damit man nicht noch einen extra Tisch hat im Raum, kann man natürlich diesen Schreibtischstuhl super kombinieren mit Normalstühlen. Das fällt überhaupt nicht auf. Und ich habe den beigen Stuhl, da wo ich jetzt auch gerade drauf sitze, hier in meinem Büro und der ist einfach wunderschön und er ist super bequem. Er ist aus Leder, er ist total hochwertig, er kostet auch mehr, muss man auch sagen, aber dafür ist er wirklich gut. Ich kann sagen, ich habe den jetzt über ein Jahr lang ausprobiert, also ich sitze wirklich jeden Tag da drauf. Es ist nichts kaputt, er ist immer noch bequem, es ist nichts irgendwie eingesessen oder so. Es ist einfach ein super schöner Stuhl und wie man auch sehen kann, sieht er total skandinavisch aus, weil er eben nicht so klobig ist. Man kennt ja so diese üblichen Bürostühle, Schreibtischstühle, die so groß sind und schwarz und klobig und so nach 80er Jahren aussehen. Dieser hier ist wirklich total schön und in beige perfekt für den Scandi-Style.
Ja, man sagt ja immer, der erste Eindruck zählt und so ist es auch im Flur, wenn man reinkommt. Und für mich war klar, weil hier so eine kleine Nische war in meinem Flur, dass ich da einen Einbauschrank haben möchte. Am besten eine Garderobe, wo ich Jacken unterbringen kann, Schuhe unterbringen kann, kleine Teile für den Hund, wenn man mal Gassi geht, Tüten, Mützen, Schal, all diesen Krempel, den man immer so rumliegen hat, Fahrradhelme zum Beispiel. Und deswegen habe ich mich hier für die Platzer-Serie von IKEA entschieden. Kann man auch super zu Hause selber kreieren. Man muss eigentlich nur den Bereich ausmessen und dann kann man das virtuell nachplanen. Und hier hat man eine wunderbare Auswahl an Fronten. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, es gibt jetzt auch neue Fronten in Kieferoptik. Ich habe mich damals für die Skatwall-Front entschieden, weil die einfach super gut in meinen Scandi-Style passt, gut zu meiner Wandfarbe. Ist sehr, ja, ich würde sagen, sehr unauffällig, aber trotzdem auffällig, weil sie so zeitlos schön aussieht. Also auch hier merkst du vielleicht, bin ich ein bisschen verliebt in meine Garderobe und auch sehr, sehr stolz, wie ich das zusammengesucht habe. Und ich habe mich dafür entschlossen, dass ich keine Griffe haben möchte. Dann für mich war klar, wenn es minimalistisch aussehen soll, dann soll die Wand auch richtig schön klar sein. Und deswegen habe ich mich hier für extra Öffnung, und das werde ich nochmal in einem anderen Video zeigen, wofür ich mich da entschieden habe, von IKEA für Drucköffner entschieden. Das heißt, man muss einfach nur gegen die Tür leicht tippen, dann geht die Tür auf und man muss jetzt nicht noch so kleine Haken haben oder kleine Türen. Das würde das ganze Bild zerstören. Und so sieht es aus wie eine schöne flache Wand. Das sieht wunderschön aus, wie ich finde. Und ja, auch das ist von IKEA und es ist auch nicht sehr teuer, muss man sagen. So, und wir sind auch schon fast durch mit den 10 Produkten. Platz 8 ist wirklich, puh, jetzt muss ich aufhören, das ist mein absolutes IKEA-Lieblingsprodukt, und zwar Ekinesset. Das ist eine Sessel-Sofa-Serie, die perfekt ist, also mir fehlen die Worte. Das ist das schönste Produkt, was IKEA jemals auf den Markt gebracht hat. Und zwar fing es damit an mit einem Sessel, der passt perfekt, wie du sehen kannst, hier in einen Scandi-Style mit Century-Look, also so ein bisschen, ja, ein bisschen Retro auch. Er ist super bequem, er ist wunderschön designt. Ich weiß gar nicht, wie kann man so ein schönes Produkt designen? Es ist so ein schöner Sessel und alle würden doch sofort denken, das ist ein teurer Designersessel, oder? Also ich habe mich sofort verliebt in diesen Sessel. Ich habe diesen Sessel in Beige hier hinter mir in meinem Büro. Ich habe den in Schwarz im Schlafzimmer und ich habe eben geschaut, es gibt jetzt auch ganz neu einen Zweisitzer und einen Dreisitzer dazu. Es ist unglaublich, ich glaube, ich muss es mir auf jeden Fall holen, weil diese Sachen gab es vorher nur in Dänemark. Dann das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp, wenn du im Dänemark-Urlaub bist, schau auf jeden Fall mal an einem IKEA vorbei, denn da gibt es ganz oft schon Sachen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Und dann habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wie bekomme ich dieses Sofa nach Deutschland, wie soll ich das transportieren? Jetzt gibt es das offenbar auch in Deutschland. Gibt es in ganz verschiedenen Farben, also da kann man sich das ein bisschen selber zusammensuchen, ob man helles Holz haben möchte, dunkles Holz, wie das Polster aussehen soll. Grün ist jetzt auch gerade da sehr angesagt. Also Ekinesset, wirklich, wenn ich es auszeichnen könnte, das beste Produkt, was IKEA jemals auf den Markt gebracht hat. Platz 8. Ja, auf Platz 9 kommen Hängeleuchten, die skandinavisch aussehen, wo man vielleicht nicht denken würde, dass sie von IKEA sind. Und bei Hängeleuchten muss man auch einige Sachen beachten. Dazu gibt es aber, ganz versprochen, ein eigenes Video. Auf jeden Fall sollte man natürlich am Anfang schon mal darauf achten, möchte man eine Leuchte haben, die einfach nur wie ein Spot runterleuchtet, oder möchte man eine Leuchte haben, die den ganzen Raum mit Licht erfüllt. Hier gibt es Skymningen, das ist eine Leuchte, die ich einfach toll finde von Designaspekten. Die sieht ja aus wie, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so ein bisschen erinnert sie mich so ein bisschen wie so eine Backform, wo so ein Rührkuchen reinkommt, aber irgendwie auch wie so Wellen. Die habe ich in meinem Schlafzimmer hängen, macht ein super indirektes Licht, also sehr, sehr schön. Und Bunkefloh, das sind Hängeleuchten, die sehen natürlich auch sehr skandinavisch aus, sehen richtig toll aus, gibt es in zwei Farben, wie du sehen kannst. Eine hängt bei mir im Büro und eine noch in einem anderen Zimmer. Also wirklich auch schöne Leuchten, wo man vielleicht denken würde, okay, das kann auch eine teure Designleuchte sein. Auf Platz 10 geht es um eine Produktklasse, wo es für mich sehr, sehr schwierig war, etwas zu finden, was perfekt in meinen Scandi-Style passt. Und zwar geht es da um ein Tablett. Und jetzt kann man sich vielleicht überlegen, okay, es ist doch nicht so schwer, ein Tablett zu finden. Doch,
Tabletts sind entweder sehr, sehr teuer, wenn sie sehr gut aussehen, oder sie sehen sehr, sehr günstig aus. Also ich wollte kein Plastiktablett haben. Ich wollte auch keins in Bambusoptik haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich wollte ein Tablett haben, was auch einen gewissen Rand hat, so dass eben, wenn man Tassen transportiert oder auch die ganzen Frühstückssachen, dass da nichts runterfällt. Deswegen habe ich mich für dieses Tablett Scala von IKEA entschieden. Ich finde, es sieht super schön aus. Das Design und die Form unterstützen die Funktionalität, dass eben nichts runterfällt. Es ist so minimalistisch gestaltet. Es gibt keinen Schnickschnack. Es gibt einfach nur diese Platte und diesen schönen Rand drumherum. Und es gibt links und rechts auch noch praktische Griffe, damit man das Tablett auch tragen kann. Ich finde es richtig, richtig gut und richtig gelungen. Und ja, das waren also nur 10 Produkte, die ich schon seit über einem Jahr hier in meinem Zuhause habe und getestet habe und auch ruhig empfehlen kann. Und wo viele einfach sagen, das ist doch nicht von IKEA, oder? Doch, die sind alle von IKEA. Und man muss auch so ein bisschen aufpassen bei IKEA. Natürlich gibt es Produkte, die sind von der Qualität nicht so gut, aber es ist in jedem Möbelhaus so. Es gibt natürlich auch Produkte, die sind sehr günstig. Da kann man nicht davon ausgehen, dass sie lange halten. Es gibt Produkte in der mittleren Klasse und es gibt hochwertige Produkte. Und es gibt einfach auch ganz viele Produkte, die einfach in den Scandi-Style reinpassen. Und das, was ich gezeigt habe, ist natürlich nur eine kleine Auswahl und auch mein persönlicher Geschmack. Wenn du jetzt sagst, da sind Sachen dabei, die dir nicht gefallen, dann ist das natürlich ganz normal. Getreu dem Motto, wohn einfach so, wie du bist. Ich wohne gerne so und ich mag diesen Style und ich wollte einfach nur sagen, ja, man muss nicht immer nur teure Sachen kaufen. Also ein guter Mix aus IKEA und dänischem Design. Man kann ja so ein bisschen Geld zur Seite legen und versuchen zu sparen und kauft sich dann ein, zwei Sachen, die man hinstellt und dann am besten kombiniert. Was es da so für Möglichkeiten gibt, gibt es auch später hier in meinen Videos. Das war jetzt hier die Premiere, das erste Video, wow, auf YouTube zum Thema 10 IKEA-Produkte, die perfekt in das skandinavische Design passen und wo keiner sofort sagen würde, das ist von IKEA. Ja, und wenn du noch mehr von mir hören willst, dann hör doch gerne mal in meinen Podcast Der Nerd oder Mein Nordic Home rein. Und das war auch schon das erste Video, meine Premiere hier auf YouTube zum Thema skandinavisch wohnen. Und im nächsten Video geht es um skandinavische Tischleuchten. Und denk immer dran, wohn einfach so, wie du bist.